Seit dem 8. Juni findet die Ideenexpo auf dem Messegelände Hannover statt. Mit rund 110.000 Quadratmetern zählt sie als Europas größtes Jugendevent im Bereich Technik und Naturwissenschaften. Ja, die Ideenexpo habe ich 2007 mit einigen Freunden zusammen entwickelt, damals auch aus der Staatskanzlei heraus. Es ging einfach darum, dass wir gesagt haben, vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, wir müssen Werbung machen für Technik, für Naturwissenschaften, für MINT, also Mathematik, Ingenieurwissenschaft, Naturwissenschaften und Technik. Und das vor dem Hintergrund, dass wir ja immer weniger haben, die wir in den Schulen schlussendlich dafür begeistern können, später fürs Studium. Der demografische Wandel zeichnete sich bereits ab und vor allem eine immens wachsende Fachkräftelücke, die wir ja heute allgemein beklagen. Laut Volker Schmidt ist es daher wichtig, gerade junge Menschen mit der Messe zu erreichen. Wir haben 450.000 offene Stellen für MINT-Fachkräfte. Das können wir uns gar nicht leisten auf Dauer als hochentwickeltes Industrieland, weil ich sage immer wieder, die Investitionen folgen den Fachkräften. Und wenn wir keine Fachkräfte haben, dann wird bei uns immer weniger investiert. Das heißt, es wird immer weniger Kapital gebildet, was für die Volkswirtschaft Deutschlands sehr, sehr wichtig ist. Das Angebot der diesjährigen Messe erstreckt sich von Exponaten im Mobilitätsbereich über Gesundheit, Ernährung bis hin in die digitale Welt. Unser Motto ist ja, mach doch einfach. Das heißt also, alle Exponate sind irgendwie zum Miterleben und zum Ausprobieren. Und das ist das Besondere dieser Veranstaltung. Also von daher ist das Erlebnis pur, was wir hier haben. Sonja Stegemann betreut den Stand des Landmaschinenherstellers Klaas. Neben echten Mähdreschern zum Probesitzen lassen sich hier biochemische und technische Vorgänge in der Landwirtschaft entdecken. Zum Beispiel ein kleines Biogasmodell, um überhaupt auch nochmal Landwirtschaft nochmal ein bisschen näher zu bringen, weil ja auch nicht alle Kinder damit vertraut sind oder alle Schülerinnen und Schüler. Ja, und ansonsten gibt es hier nochmal ein kleines Quiz, wo Sie quasi so Ihr kleines Wissen nochmal selber testen können. Und quasi Highlight hier am Stand ist, das hat tatsächlich unsere Ausbildungsabteilung oder die Jungs bei uns aus dem und Mädels bei uns aus dem Technischen Bildungszentrum haben hier quasi diesen Vorbau von dem Mähdrescher gebaut. Also quasi alles, was man hier sieht, ist selber gebaut und dort können quasi die Schülerinnen und Schüler können Platinen löten und hinterher quasi dann, wenn hinterher alles fest, also richtig gelötet wurde, kann man dann hinterher testen über eine Lampe, okay, funktionieren auch alle Lampen an dieser Platine. Also das heißt tatsächlich hier wirklich eine Lötstation für die Schülerinnen und Schüler. Ziel der Firma Klaas ist es, das Interesse junger Menschen an der Landwirtschaft zu wecken und so mögliche zukünftige Mitarbeitende zu erreichen. Mit dem Stand wollen wir einfach nochmal für Technik begeistern und natürlich aber auch für die Landtechnik begeistern und natürlich eben auch auf die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten bei Klaas und aber auch unseren Klaas-Vertriebspartnern aufmerksam machen. Also was hat man so für Möglichkeiten, wenn man sich gerade so für die MINT-Berufe interessiert? Wie kann man einsteigen? Und ich glaube, das ist einfach nochmal Landtechnik näher bringen. Wie cool es ist, eben an großen Maschinen zu arbeiten und was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Johanna Sophie Rieger ist Dachdeckermeisterin und vertritt auf der diesjährigen Ideenexpo den Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks. Wir sind hier gerade auf unserem E-Kran auf knapp 30 Metern Höhe, mehr oder weniger über der Ideenexpo. Und wir haben mehrere Stände, also mehrere Aktionen so gesehen. Einmal drin, da kann man so ein kleines Häusle basteln mit einem Gründach und einer Mini-Solarzelle. Und hier draußen kann man sich ein Airbrush-Tattoo stechen lassen. Man hat so ein kleines Dachmodell, wo man dann gegeneinander die Zeiten messen kann, wie schnell man eben das Dach deckt. Und wir haben hier unseren Kran, auf dem wir gerade sind, wo wir mit den Schüler, Schülerinnen oder allen Interessierten einmal hochfahren auf diese knapp 30 Meter über die Messe gucken können. Genau, dann geht es wieder runter. Innerhalb von 2 Minuten ist man mit dem Kran oben. Dabei ist nicht nur der gute Ausblick zu sehen. Wir wollen auf jeden Fall erstmal zeigen, dass es uns gibt, dass das Dachdeckerhandwerk ein cooler Beruf ist, dass man eben auch als junges Team hier fungiert und dass zum Beispiel auch Frauen oder Mädchen diesen Beruf eben anstreben können und dass es einfach Spaß macht. Also ein bisschen aufmerksam machen und Präsenz zeigen, ja. Bis zum 16. Juni können Interessierte die Ideenexpo noch kostenlos besuchen. Die Messe endet am Samstag mit einem Konzert des Künstlers Crow.